Da rein oder Treppe? Du kannst ja bei der Treppe gerne gucken. Weil ich vermute mal, Treppe geht dann weiter. Die sind da gerade gezielt reingegangen, das hat bestimmt einen Grund. Dann geh halt erst da rein. Mehr als dass wir aus oben gehen, kann ja nicht passieren. Lektorenhalle. Hey, geht's ja nicht weiter. Core Memo. Entsprechend der Vorschrift 38c Absatz 2 der neuen Bestimmung der Physikabteilung wurde der wöchentliche Code für den Kernzugriff wie folgt geändert. 11223, bitte merken. Ja. Teilen Sie den Zugangscode nicht mit Mitarbeitern einer anderen Abteilung. Bitte vergessen es wieder. Der nächste Code-Update wird in 7 Tagen durchgeführt. Die Schüsse aus der Arsch. 11223. Hallöchen, Corinna. Alles gut, kein Problem. Alles in Ordnung. Schön, dass du da bist. Hast nicht sehr viel verpasst, was schön war. Alles eher nicht so schön. Dieser Rauch hier drin, das kratzt voll im Hals. Echt nicht geil. 11223. 11223. Alter, was ist das für eine lange Leitung? Andere Seite? Ich hab gewartet, dass die Tür aufgeht. Profi am Berg. Hey, so geil kann das keiner. Das stimmt. Nee, ich runterfallen. Ja, ich muss ja mal klicken. Okay. Da kommt, läuft bestimmt gleich unten noch so viel lang. Oder dann Ludwig. Oder beides. Wenn die aufeinandertreffen, ist mir das scheißegal. Da kann Ludwig den abstechen und der zerfetzt ihn. Wobei das Monster macht mir nicht so viel Bedenken wie Ludwig. Ludwig war nicht schlimmer. Ich muss mich leider an neue Migräne-Medien gewöhnen und hatte in den letzten Tagen nichts mehr gebraucht. Keine Ahnung. Alles gut. Sind Sie ein Weg durch die Flammen? Echt? Gut, dass ich hier keine Lebensanzeige habe, wie lange ich noch atmen kann. Könntest du kurz aufhören, danke. Ja, ja. Ada? Nee. Sah so aus. Ja, ist gut. Vielleicht doch. Guck mal da. Zweimal rechts. Ganz schön dunkel hier. Ist ja eigentlich hell, aber. Geh zum Theater und hol den zweiten Teil des Berichts. Zusammen sind sie der Schlüssel zu allem. Du kannst das in Ordnung bringen. Aber ich kann das doch nicht lesen. Versprich es mir, Rose. Jaha. Der macht ein Barbecue auch schön. Genau neben ihm zu stehen, während er in Sekundenbruchteilen Gleichungen löst, für die andere Wochen geackert hätten. Man konnte sein Gehirn nahezu arbeiten hören, Benny. Man konnte es hören, wie eine Naturgewalt. Ich verrate dir was. Bleib Rosie, du bist zurück! Großartig! Ich habe Benny hier gerade erzählt. Das Theater, Aubrey.
Wie komme ich dorthin? Du erwähntest einen Aufzug. Natürlich. Genau vor dir. Ich schicke ihn zu dir. Was hast du dort überhaupt vor? Ich muss ein Notizbuch finden. Rose, dein Schmerz liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft und du hast mein aufrichtiges Beileid. Aber ich habe dir schon mehrfach das Leben gerettet. Ich denke, ich verdiene zu wissen, worum es geht. Du hast recht. Du hast schon recht, ja. Tut mir leid. Ich suche ein Notizbuch, das meine Schwester irgendwo im Theater versteckt hat. Es enthält ihre Forschungsergebnisse und ich habe versprochen, darauf aufzupassen. Das ganze Schiff war von ihrer Kompetenz überzeugt. Nicola inklusive. Und warte gerade, weil ich lese mich doch. Punkt. Der Aufzug ist da, Rose. Sobald du bereit bist. Ja. Ich möchte nur schnell lesen. Hier ist Physikabteilung Kernkonstruktion. Ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass wir uns dank eurer harten Arbeit und eures Engagements wieder im Zeitplan befinden. Ich weiß, es war ein harter Monat. Aber der letzte Core-Inspektor hat die letzte Core-Inspektion hat ergeben, dass alle aktiven Systeme nominell arbeiten und die Kontamination innerhalb akzeptabler Grenzen liegt. Ich weiß, dass ihr alle genauso gespannt seid wie ich, dieses Ungetüm endlich zum Laufen zu bringen. Aber wir müssen noch einige Diagnosefunktionen ausführen, bevor wir es wirklich auf die Probe stellen können. Ich habe für kommenden Donnerstag einen kleinen Teil unseres Budgets für Freigetränke und in allen Bars zur Verfügung gestellt. Zeigt einfach euer Abzeichen der Physikabteilung in euren Lieblingsbar vor und ihr erhaltet bis Mitternacht kostenlose Getränke. Amüsiert euch, ihr habt es euch verdient, aber übertreibt es nicht. Wir sehen uns Freitagmorgen in alter Frische. Wir haben noch viel zu tun, aber euer Fleiß zahlt sich aus. Vielen Dank und viel Spaß, Eda Arschloch. Er macht den Donnerstag eine Party, wenn er Freitag früh arbeiten muss. Das ist für eine Scheiße. Das macht man noch nicht. Wo wollen wir jetzt im Fahrstuhl? Sieht so aus wie da hinten, ne? Hm? Kannst du da vielleicht... Na, gucke. Vielleicht, das ist dunkel hier, ich sehe hier nichts. Ja, es ist wirklich schwer zu erkennen hier. Ja, ja, genau. Da rechts der Fahrstuhl. Ja, lass ich doch mal gucken, ob hier noch was rumliegt. Ich lass dich doch gucken. Ich sag dir nur, wo der Fahrstuhl ist. Bitte zum Theater einmal. Schokolava-Cakes. Das finde ich gut. Wolfi schmeißt die Schokolade und die Schokoladenkekse rein und René macht uns bestimmt gleich wieder leckere Getränke. Nee, nicht Kekse. Cakes. Kuchen. Ja, dann Kuchen. Diese Schokolava. Ja, ja, die du drauf bei machst und dann kaufen die auch. Ich weiß, was ich demnächst wieder kaufen werde. Okay. Kapitel 6. Das Drama des Dionysus. Irgendeine Idee, wo das Notizbuch versteckt sein könnte? Das ist ein ziemlich großes Theater, weißt du? Ich fürchte nicht. Aber wie groß kann das schon sein? Okay. Und das ist nur die eine Seite, bestimmt. Das ist nur die Lobby. Warte, bis du das Auditorium siehst. Ich lasse dich mal suchen und kümmere mich so lange um ein paar Probleme mit den meteorologischen Geräten. Ich melde mich später, in Ordnung? Klar, das könnte etwas dauern. Gut, solange wir es ganz entspannt. Was denn? Was siehst denn du? Raystation. Wo haben wir denn Ludwig vorhin verloren? In der Raystation. Ah, also wenn du das machst, hört sich das wie Schokolava-Shit an. Morgan Cliff erzielt unsere Tesla-Rekordprofite. Kühner Erfinder expandiert, um neue Branchen zu erschließen. Verärgerung über permanente Änderungen und zunehmende invasive Vorschriften. Corinna kriegt eine imaginäre Antimigräne-Massage. Was ist da? Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frage mich, von wem? Das Schlimme ist, dass mir das auch gerade durch den Kopf ging. Sehr schön. In der Zukunft werden wir die Vergangenheit korrigieren, halt einfach dein Versprechen. Das Symbol.
War bestimmt Ludwig. Nee, unsere Schwester, die uns die Rohrpost schickt. Das ist unsere Schwester, die aus der anderen Dimension schreibt. Die uns da unterstützt. Macbeth. Klopf, klopf. Ach, du schmeißt wieder alles um. Es tut mir schrecklich leid, aber die Tower-Upgrades haben länger nach meiner Aufmerksamkeit verlangt, als ich erwartet hätte. Ich hoffe, ich habe sie nicht zu lange warten lassen. Kein Stück, Sir. Ich lerne immer noch, wie man sich am besten hier auf der Helios bewegt. So viele Etagen, so viel zu sehen. Ziemlich. Aber ich habe das Beste bis zum Schluss aufbewahrt, meine Liebe. Das Grand Theater der Helios. Sollen wir? Unbedingt. Ja, ihr könnt kurz warten, oder? Ich hoffe doch mal, die setzen nicht fort. Seit wann hören wir das auf einmal? Da ist das Symbol. Wahrscheinlich nur, weil wir es hören sollen. Ludwig, bist du da? Wir sind nicht bei Phasmo. Man kann trotzdem Ludwig darstellen. Achso, kannst du mich hören, bist du da? Ja, schön, René. Hört auf, sonst muss ich noch was bestellen. Was? Da wird nichts mehr bestellt. Was? Schauen Sie mal auf die Uhr, junge Dame. Hallo, Schokolava-Cake? Ist vielleicht mal geil. Ich hatte jetzt nicht vor, um die Uhrzeit hier Schokolava-Cake zu bestellen. Ja, Wolfi, kann ich doch in die Küche stellen und welchen backen und uns vorbeibringen? Solange wir hier ein imaginäres Midi-Trogi-Poker-Spielen, ist alles Tutti. Tutti-Banana-Bubble-Split. Alter. Tutti-Frutti-Banana-Bubble-Split. So. Wir folgen ins Theater. Show geht gleich los, Macbeth. Nimm Platz. Wo haben wir unsere Karte? Trommelwirbel. Dies, Frau Adler, ist das Grand Theater der Helios. Das sieht schon nicht aus. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Wow. Wir hatten dieses Jahr einen exquisiten Spielplan. Und wenn Sie genau hinschauen dort oben, das ist Ihr privater Balkon, von wo aus Sie alle Stücke sehen können. Dieser Balkon gehörte mir, aber akzeptieren Sie ihn als Ihr Willkommensgeschenk und als Beweis meiner Anerkennung Ihrer wissenschaftlichen Leistungen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Sir. Danke. Oh, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und bitte, nennen Sie mich Nicola. Vielen Dank. Aber was werden die Leute sagen? Werden sie nicht reden? Ich auf Ihrem Balkon? Es ist nicht meiner, nicht mehr. Und die Leute werden immer reden. Das kümmert mich reichlich wenig. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Aussicht. Natürlich. Okay, dann wird es gut. Ein privater Balkon? Würdest du deine Aufzeichnungen dort verstecken, Ada? Nein, das liest du nicht. Zu spät. Oh, ja. Die drei Opera-Singers. Mein größten Fan, Thomas. Mach's gut. Xavier. Wirst du doch, Thomas hat einen entsprechenden interessanten Musikgeschmack, wenn der hier jetzt vorbeikäme. So. Okay. Dann gehen wir mal hoch auf den Balkon. Sieht eigentlich fast aus wie bei uns zu Hause. Es. Die Treppen und so. Nicht? Yay. Dann ist es blauer. Signierter El Petrover Flyer, eine solche Ehre an Bord der Helios aufzutreten. Vielen Dank, Ludovica. Sie wollte ich schon immer mal live sehen. T-Shirt.
Nicht nach unten gucken. Nicht nach unten gucken. Frankenstein. Von da ab war es nur noch eine Frage, es zu bauen. Aber genug über mich. Was ist mit Ihnen, Ada? Ihre Familie? Sie haben eine Schwester, nicht wahr? Ja, Rose. Rose Archer. Und wenn Sie mich für stur halten, warten Sie, bis Sie meine Schwester kennenlernen. Was macht sie beruflich? Sie ist Journalistin. Ist das so? Ist sie gut? Die Beste. So. Müssen wir bestimmt außen rum hangeln. Aber ja, musst du das tatsächlich. Du musst auch noch selbst ausbalancieren. Wir wissen ja alle, ich habe Höhenangst. Ganz ruhig. Ich meine, es geht, das ist ein Spiel. Ich weiß, ich sitze auf dem Stuhl und mich stört das nicht. So. Ich muss mal hier ganz kurz reagieren. Wir sind da. Ich hoffe, Sie haben während Ihres Aufenthalts auf der Helios viel Vergnügen daran. Das ist wundervoll. Ich kann Ihnen wirklich nicht genug danken. Unsinn, meine Liebe. Forschen Sie einfach weiter an Ihren Theorien. Das ist mehr als genug Dank. Ich glaube, Sie sind etwas Bahnbrechendem auf der Spur, Ada. Es fehlt nur noch der letzte Funke. Ich hoffe, die Helios kann Ihnen alle Ressourcen bieten, die wir dafür brauchen. Denn wenn wir es schaffen, werden wir die Welt für immer verändern. Auf die Veränderung der Welt. Auf die Veränderung der Welt. Nur zum Positiven. Such alles. Adas. Suchen Sie in alles Rang nach Ihrer Forschung. Da gibt's. Hier nicht. Im Schrank. Hier nicht. Unter den Sitzen vielleicht? Ja, zeigt er mir nichts an. Und nur noch hier vorne. Wird das hier sein. Oh, komm schon. Du musst ihn finden, während ich mich durch eine weitere Laborabteilung kämpfe. Ich gebe dir einen Tipp. Bühnenmitte. Das ist alles? Damit lässt du mich allein? Dasselbe wie hier. Viel Spaß. Bühne. Es ist dasselbe. Was ist das? Ja. Bühnenmitte. Heilige Scheiße. Da. Ada, ich kann dich hören. Das ist aber die Erinnerung, die sie uns letztes Mal gesagt hat. Als wir in ihrem Zimmer waren, hat sie auch gesagt, Bühnenmitte. Naja, das war ja gerade das. Ja, das war die Erinnerung von damals. Ja. Tschüss, Ludwig. Bis später. Der kommt uns jetzt unten abholen. Ich verstehe diese Vision von Ada. Ich denke mal, wir treffen beide wieder. Oder wie das Radio unser früheres Gespräch wiedergeben konnte. Aber es ist, als wäre sie immer noch hier und würde mich anleiten. Er ist ja auch noch da. Hätte ich mit den Sachen angeleitet, die sie dir halt vorher schon gesagt hat. Halt umständlich, dass du immer so einen Chip brauchst, um irgendwo hinzukommen. Ja, wer ist da? Ludwig oder der andere? In Ordnung. Bühnenmitte. Wie komme ich darauf? Vorgehen suchen auf der Bühne nach Eilers.
Ja, aber den Flügel, oder? Oder würde ich es selber? Alter, die Schritte. Signierte F. Fireflyer für die reizende Lucy an Bord der Helios. In Dankbarkeit F. Fabian. Der große Fabrier. Schicker Schnurrbart. Soll ich noch auf der anderen Seite erstmal gucken, ob da noch was liegt? Hier kommen wir auf alle Fälle hoch. Da auch. Okay, wir kommen auf beiden Seiten hoch. Habe ich jetzt nicht erwartet. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich ein super geheimes Forschungsnotizbuch wäre? Grünen Mitte, hätte ich gesagt. Also sprich, da. Sieht dann aus. Pferd. Rose? Hi. Ich sag doch, der holt uns jetzt unten ab. Und wir dürfen rennen. Erinnerst du dich an mich, Rose? Erinnerst du dich daran, was du getan hast? Echt? Ich hab dich auf dem Maskenball gesehen, Rose. Was? Es ist alles deine Schuld. Ja, da hättest du runter gemusst. Oder? Keine Ahnung. Ja, links. Nein. Können wir wieder in den Sackgasse? Okay. Ich möchte euch natürlich auch die Todessequenzen zeigen. Sagt ja, bei dem Abhauen, das ist beschissener als mit dem RE. Da ging es besser. Aber mit diesem Geistvieh. Da könnten wir uns andersrum drehen, danke. So, rechts? So. Links? Rechts? Jump. Steht sogar an der Wand geschrieben. Scheiße. Wo ist der hin? Oh nein. Das ist ja jetzt wirklich gerade gemein. Ey, das ist aber gerade wirklich ein Labyrinth. Finde ich auch nicht geil. Wo ist denn hier? Ja. Da hilft uns jemand. Unter, Mensch, das geht nicht von alleine. Sicher nicht, dass das Ludwig ist? Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass Ludwig ist, dass er vor uns wegrennt. Das rennt jemand vor uns weg. Ist noch jemand anderes, der sich hier versteckt. Der Aubrey vielleicht? Ist ja eigentlich nicht hier. Die End. Schrei doch nicht so. Schließ einen Frieden. Unser kollektives Leid endet heute. Oh, jetzt lass uns das bitte nicht komplett von vorne machen. Ich kann es ja nicht sagen.
Nee. Zum Glück, ey. Hatte ich irgendwie gelesen, dass die Speicherpunkte. Das hat er vorhin noch gesagt, als wir kurz mal reingeschaut haben. Ich will probieren, ihn zum blauen Nebel zu jagen. So, unser recht. Kollektives Leid endet heute! Und so. Und gerade. Passiert. Wie kommen wir weiter? Wo sind hin? Da hoch erstmal. Irgendwie. Ich hab keine. Oder? Danke. Aubrey, wo zur Hölle warst du? Ich hätte dich vor 5 Minuten brauchen können. Du hast das Notizbuch gefunden, oder? Ich wette, du hast es. Richtig? Richtig? Ja, Aubrey, ich habe das Notizbuch. Und dann bin ich Ludwig begegnet. Oh nein. Geht es dir gut? Alles okay, Aubrey. Und zum Glück hat Ludwig Feuer gefangen, also ein Problem weniger. Na. Wow, eine gute Nachricht nach der anderen. Was kommt als nächstes? Die schlechte Nachricht ist, ich habe mich verlaufen. Ich glaube, es gibt hier einen Aufzug, aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Es ist zu dunkel. Aha, kein Problem. Achte auf die Lampen um dich herum und sag mir Bescheid, sobald sie blinken. Okay. Ja? Klar. Bestimmt noch ein Zimmer weiter. Okay. Das ist. Ich glaube, wir sehen Ludwig dann nochmal wieder und dann bin ich ihn verkohlt. Aber auch noch lebend verkohlt. Nein, nichts. Warte! Jetzt, Aubrey! Jetzt! Oh, das ist Deck 66. Nächster Punkt. Dich zum Aufzug lotsen. Fantastisch, Aubrey. Danke nochmal für alles. Ich werde mein Versprechen einlösen. Du hast keine Ahnung, wie gut das klingt. Warte, ich kümmere mich um die Türen. Oh Gott, verdammt. Was ist los? Da ist... widerlich. Da ist der Körper eines Mannes gekreuzigt an der Wand. Gibt es noch einen anderen Aufzug, den du raufschicken kannst? Ich würde lieber nicht... Es ist der einzige, ja, komm mal. Rose. Ich schau nicht hin. Ich hasse diesen Ort. Ich hasse diesen Ort so sehr. Ich auch. Bleib tot. Ein Blatt rein. Ein Dorn raus. Tot bleiben. Danke, dass du das tust, Rose. Ja. Schön tot bleiben. Zombie. Ja, das wär's jetzt hier noch Zombies oder sowas. Klingt nach Kapitelwechsel. Besuchen, dann können wir nicht verlieren. Boah, der hier ist auch gut, der verschiedenen Größe. Kennen wir ja schon. Kapitel 7. Der Zwist der Ehre. Ich muss etwas gestehen. Ja? Er ist noch tot. Ich hab dir erzählt, ich hätte eine Familie, aber das stimmt nicht. Das war eine Lüge. Ich bin ein Lügner, Rose. Es tut mir leid. Schon okay, Aubrey.
Weil er trotzdem ein guter Kerl bis jetzt. Ich bin froh, das zu hören. Denn ich fürchte, du hast noch einiges vor dir, um auf meine Seite der Maschinenhalle zu gelangen. Natürlich habe ich das. Was für eine Überraschung. Wo muss ich lang? Geh in die Maschinenhalle vor Ort. Du musst deinen Weg auf die andere Seite der... Scheiße! Stromkupplungen, Benny! Hey, Rose, ich muss mich mal eben kümmern. Moment, bin im Handumdrehen zurück. Mach bloß nicht... Was nicht machen? Aubrey? Wahrscheinlich genau das, was wir machen. Na toll. Irgendwelche Stromumkupplungen nicht machen, aber wahrscheinlich müssen wir das machen, sonst geht's nicht.